Moin Leute und herzlich willkommen hier zu unserem Wirtschaftstalk. Wie angekündigt geht es heute um Russland in den 90er Jahren. Der Agitator ist hier auch wieder am Start und er sagt euch jetzt, was damals so der Plan war, was damals so abging. Jo, 1991 ist die Sowjetunion zerbrochen und da sind verschiedene Sowjetrepubliken entstanden. Die Russische Föderation war die größte und es wurde eine parlamentarische Demokratie nach westlichem Vorbild eingeführt. Und es war von Anfang an eigentlich schon ziemlich klar, dass die Planwirtschaft dort in eine Marktwirtschaft umgewandelt werden sollte. Es war nur unklar, in welcher Geschwindigkeit das geschehen sollte. Es gab jene, die einen langsameren Wechsel wollten, also die nicht alle Preise sofort freigeben wollten, sondern die, ja, ähnlich wie in China, langsam einzelne Preise freigeben wollten, einzelne Unternehmen privatisieren wollten und das alles, ja, sich sehr lang in die Länge ziehen lassen wollten. Aber dann gab es eine andere Fraktion, vor allem von westlichen Ökonomen, die eine Schocktherapie empfahl. Zu jenen, die empfohlen, gehörte auch der IWF. Eine Schocktherapie bedeutet, dass man alle Preise freigibt, alle Unternehmen schnellstmöglich privatisiert, sprich unser marktwirtschaftliches System innerhalb kürzester Zeit einführt. Denn wenn so ein System erstmal entstanden ist, dann führt das automatisch zu Wohlstand und es sorgt automatisch dafür, dass die staatlichen Institutionen, wie wir sie hier im Westen haben, genauso entstehen. Wie gut hat das denn funktioniert? Ja, man muss sich vorstellen, Russland hatte doch einige Jahrzehnte Kommunismus durch. Da war nichts mit Marktwirtschaft und jetzt hat man also plötzlich alle Preise auf einen Schlag freigegeben. Und wie gut funktioniert sowas? Es funktioniert gar nicht. Ja, das heißt, du hast erstmal riesige Inflationsraten, weil ja keiner weiß ja wirklich, was ist denn der Marktpreis? Es hat ja jahrzehntelang keinen Marktpreis gegeben. Plötzlich soll man irgendeinen Marktpreis festlegen. Das hat also überhaupt nicht funktioniert. Und das Ganze begann also erstmal mit riesigen Inflationsraten und wie ich euch hier auch schon mal zeigen kann, im gesamten Jahrzehnt, das russische Bruttoinlandsprodukt ist natürlich massiv eingebrochen nach Beginn dieser Schocktherapie. Das heißt, dieses schnelle Wachstum, was diese liberalen Schockbefürworter prophezeit haben, das ist überhaupt gar nicht eingetreten. Da gab es einfach keine Orientierung. Also ja, es wurde quasi wie nach dem Standard Washington Konsensus gehandelt. Ja, das heißt, Austeritätspolitik gepaart mit natürlich möglichst kleiner Inflation, was wie gesagt nicht funktioniert hat. Also was war die nächste Mission, die der IWF ja, jetzt beauftragt hat? Ja, Zinsen hoch. Ja, war ja Inflation, also Zinsen hoch. Und vielleicht kannst du uns mal verraten, wie gut das denn funktioniert mit den Zinsen hoch in der Hyperinflation, nachdem die Preise freigegeben wurden. Ja, auch das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Erhöhte Zinsen verhindern neue Investitionen. Und neue Investitionen bräuchte man ja, um zusätzliches Angebot zu schaffen in einer Wirtschaft, die sich erst einmal neu finden muss, wo keiner weiß, was die Marktnachfrage und was das Marktangebot ist, da es diese Märkte noch überhaupt nicht gibt. In einem Land ohne Arbeitslosigkeit gibt es logischerweise keinen Arbeitsmarkt. Dort legt die staatliche Planstelle fest, wer wo arbeiten soll. Und wenn es diese staatliche Planstelle nicht mehr gibt und das plötzlich über Marktmechanismen funktionieren soll, dann führt das halt dazu, dass ziemlich viel Chaos ausbricht. Deswegen konnten die Arbeiter auch wirklich irre nominale Lohnsteigerungen durchsetzen. Diese nominalen Lohnsteigerungen waren natürlich nicht real. Die realen Lohnsteigerungen, die waren negativ. Ist ja logisch. In einer Wirtschaft, die dauerhaft schrumpft, kann man keine Lohnsteigerungen durchsetzen. Aber diese Lohnentwicklung hätte man erstmal auf ein vernünftiges Niveau zurückführen müssen, um die Inflation kontrollieren zu können. Und dadurch, dass man die Zinsen erhöht und neue Investitionen abwirkt, schafft man genau das eben nicht, sondern man sorgt nur dafür, dass die alten Staatsbetriebe, die gerade eben privatisiert wurden, beziehungsweise noch privatisiert werden sollen, dass die sich Investitionen in neue Anlagen nicht leisten können. Ja, ganz genau. Und man muss sich hier an dieser Stelle mal vorstellen, wir wollten einfach unser westliches Modell der Inflationsbekämpfung jetzt hier auf Russland übertragen, was, wie ich schon häufiger erklärt habe, ja über die Arbeitslosenquote geht, was die Wirtschaft zerschlagen möchte. Aber die Wirtschaft war ja schon zerschlagen. Also wie gut funktioniert das Modell? Die Zinsen hat es ja gar nicht gebraucht, die Wirtschaft lag ja schon brach. Also musste man die Wirtschaft gar nicht zerschlagen und logischerweise hat das Ganze dann auch keinen Effekt gehabt mit den Zinsen bzw. ja, die Inflation ist geblieben, die Wirtschaft ist weiter geschrumpft. Damals muss man auch sagen, gab es ein relatives Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und darüber ist auch ein Witz entstanden unter den Russen.
Das heißt, die Arbeitgeber haben sehr ungern die Russen entlassen, ja, ihre russischen Arbeitnehmer. Das war einfach so ein Vertrauensverhältnis, sage ich jetzt mal, obwohl die Wirtschaft ja am Boden lag. Also sagte man, wir tun so, als würden wir arbeiten, ja, und die Arbeitgeber tun so, als würden sie uns bezahlen. Das war damals so die Strategie in dem Land, weil die Wirtschaftsleistung angebrochen ist, hat das mit den Bezahlungen dann auch irgendwann nicht mehr so gut funktioniert und dann haben die halt so getan, als würden sie arbeiten, ne? Also die Wirtschaft lag am Boden, man hat sie weiter zerschlagen, ja, natürlich noch mehr Chaos mit ins Land geholt. Ja, vor allem, man muss sich mal vorstellen, die Sowjetunion war ja kein armes Land. Das war ein relativ moderner Industriestaat, ungefähr auf der Hälfte des Wohlstandsniveaus, das die westlichen Industriestaaten hatten. Und es war in der Sowjetunion auch noch wesentlich egalitärer verteilt. Wenn man jetzt das Kapital, was es ja in der Sowjetunion zahlreich gab, also es gab ja viele Maschinen, es gab Industrie, also das gab es ja alles. Wenn man da jetzt plötzlich die Märkte öffnet und alle Preise freigibt und die Wirtschaft auf Talfahrt gibt, was passiert dann? Zum einen wird das Land mit billigen ausländischen Produkten überflutet. Also die westliche Industrie hat nun mal eine höhere Produktivität als die sowjetische, die eben dieser Konkurrenz bisher nicht ausgesetzt gewesen ist. Was passiert nun mit diesem ganzen Kapital, mit diesen ja, Produktionsmitteln, die es ja gibt? Ganz einfach, sie werden wertlos. Wenn sie plötzlich gegen eine westliche Industrie konkurrieren müssen, die ihr überlegen ist, dann werden diese Kapitalgüter schlichtweg wertlos. Das heißt, man sorgt dafür, dass die Industrie eines Landes zerstört wird durch diese Freigabe der Preise sowie durch die Liberalisierung des Handels, dadurch, dass man ja, quasi Freihandel sofort durchführt, anstatt der Industrie erstmal ein paar Jahre zu gönnen, wo sie sich erneuern könnte. Und diese Erneuerung, die müsste natürlich zu günstigen Zinskonditionen stattfinden. Aber auch das hat man ja durch die Zinserhöhung eben verhindert. Dadurch konnte niemand vernünftig investieren, niemand konnte vernünftig planen. Und dadurch, dass die Wirtschaft dauerhaft schrumpft, hat man sogar noch eine einbrechende Nachfrage. Das heißt, kein vernünftiger Unternehmer würde in so einer Situation produzieren. Das ist auch das Hauptproblem der Handelsliberalisierung, was viele einfach nicht verstehen. Wir haben die Hauptproduktivitätssteigerung in der Industrie. Ja? Das heißt, der industrielle Sektor ist wichtig, um überhaupt aufholen zu können, weil da haben wir die Produktivitätssteigerung. Wenn wir jetzt den Handel einfach schlagartig liberalisieren, dann schlägt uns das unsere komplette Industrie kaputt. Ja? Wie sollen wir denn daran aufholen? Die Liberalen sagen dann, ja, dann holt man plötzlich auf und alles wird wunderbar. Aber es wird nicht wunderbar, weil wir verlieren unser einziges Instrument, was wir schützen müssten, um überhaupt aufholen zu können. Das heißt, den Industriesektor muss man erstmal schützen. Wie du gesagt hast, der muss sich über Jahre erstmal überhaupt aufbauen, dass er überhaupt irgendwie mal auf einem Level ist, konkurrenzfähig zu sein. Vielleicht auch mit einem recht niedrigen Wechselkurs und Protektionismus das Ganze irgendwie versuchen zu verteidigen. Aber wir brauchen den Industriesektor, sonst können wir gar nicht aufholen, weil das bisschen Produktivitätssteigerung, um Öl aus der Erde zu holen oder was wir in der Landwirtschaft haben, das reicht einfach nicht aus. Wir brauchen einen Industriesektor, um überhaupt aufholen zu können. So funktioniert das halt eben einfach nicht, ne? Naja, auf jeden Fall hatte man jetzt einen wirtschaftlichen Totalabsturz, man hatte hohe Inflation und man hatte die bekannten Folgewirkungen. Also hohe Arbeitslosigkeit, die ja vorher in der Sowjetunion nicht existierte. In der Sowjetunion wurden Arbeitskräfte zum Teil auch ineffizient eingesetzt, aber sie hatten wenigstens Arbeit. Deswegen brauchte man in der Sowjetunion auch keinen Sozialstaat, den man eben in westlichen Marktwirtschaften braucht, wo es Arbeitslosigkeit eben dauerhaft gibt. Deswegen fielen viele Arbeitslose, wie du gerade gesagt hast, wurden viele Arbeitslose erstmal gar nicht entlassen, weil die Arbeitgeber sich davor fürchteten, sie ja quasi ins soziale Elend zu schicken. Und die entlassen wurden, die hatten ja kein soziales Netz, von dem sie aufgefangen wurden, weil sowas in der Sowjetunion nicht benötigt wurde, aber jetzt eben in einer Marktwirtschaft schon. Das heißt, man hätte erst einmal, bevor man einen Arbeitsmarkt schafft, ein vernünftiges soziales Sicherungsnetz einführen müssen. Das hat man natürlich nicht gemacht, weil man wahrscheinlich davon ausging, dass der freie Markt sehr schnell für eine sehr hohe Beschäftigung sorgen wird. Ja, und selbst wenn man das irgendwie ein bisschen gemacht hätte, die Leute, die wussten das ja alle nicht, was das für ein System ist, wo man sich das dann holt. Also das muss man alles so langsam und vorsichtig machen, gepaart noch mit der Austeritätspolitik, die eh immer zu Lasten der Armen stattfindet, ja, das ist ja das Erste, wo man kürzt, kann das alles kombiniert nicht funktionieren. Und ja klar, deswegen sind die Leute verelend in Russland. Ja. Die Wirtschaftsleistung war nur die Hälfte. Die Armen merken es am meisten, ja? Und wenn du deinen Job verloren hast, musst eine Familie ernähren, du hast keine Sozialhilfen, ja, was machst du denn? Kannst du nicht, ne? Das ist Die einfach nur absolute Katastrophe. Armut,
Ja. Die absolute Armut, die in Russland, in der Sowjetunion so gut wie keine Rolle spielte. 2% der Bevölkerung in der Sowjetunion waren absolut arm. Die explodierte in Russland auf ungefähr 20% der Bevölkerung, die plötzlich in absoluter Armut leben. Also das ist ja fast das Niveau eines armen Schwellenlandes. Das hat mit einem modernen Industrieland eigentlich nichts mehr zu tun. Und dieser katastrophale Absturz, eine Verzehnfachung der Armut, eine ja, drastisch hohe Arbeitslosigkeit, galoppierende Inflation, Kollaps der Wirtschaft, die hätte nun in einer normalen parlamentarischen Demokratie, die Russland ja durchaus war, eigentlich dazu führen sollen, dass die Politik auf die Interessen der Wähler eingeht und zumindest das Tempo dieser Schocktherapie erst einmal abmildert. Aber das war nicht der Fall. Jelzin regierte nämlich mit Präsidialdekreten einfach durch. Jeder Widerstand, den es im Parlament ja durchaus gab, wurde so einfach von ihm als Präsident überstimmt. Sein Regierungsstil wurde immer autoritärer. Und 1996 hätte er dafür vielleicht die Quittung erhalten. Der Kommunist Schuganow, der die Planwirtschaft wieder einführen wollte, führte Umfragen vor Jelzin. Doch nun machte Jelzin das, was ein korrupter Präsident, der sich unbedingt an der Macht halten will, natürlich und der so eine Machtfülle hat, natürlich in dieser Situation machen würde. Er holte sich westliche Wahlkampfberater, nämlich die von Bill Clinton, ins Land. Er organisierte sich einen neuen IWF-Kredit und er verbündete sich mit den ja, reichen Oligarchen, die natürlich auch eine Wiedereinführung der Planwirtschaft fürchteten. Und ja, so wurde in allen großen staatlichen Medien immer positiv über ihn berichtet. Zudem, ich fand es auch noch ziemlich lustig, wie Joseph Stiglitz in dem Buch, auf das wir uns beziehen, Die Schatten der Globalisierung, beschrieben hat, wie man sich damals gefragt hat, wie Jelzin an sein Wahlkampfgeld gekommen ist. Ob er sich das von befreundeten Oligarchen besorgt hat oder ob das einfach veruntreutes Staatsgeld war und er zu dem Fazit gekommen ist, dass das ja eigentlich egal ist, da die Oligarchen ihr Vermögen ja eh nur aus dem Raub des Staatshaushalts bekommen haben. Ja. Aber ich fand ihn eine ziemlich lustige Anekdote, die er da erzählt. Naja, auf jeden Fall gewann Jelzin dann die Wahl und konnte diesen katastrophalen Kurs fortsetzen. Denn aber die Inflation war immer noch hoch und jetzt hatte man sich beim IWF eine wunderbare Lösung überlegt, wie man die Inflation denn zurückführen wollte. Was hat man sich denn da überlegt? Ja, typische IWF-Strategie, wie auch eigentlich fast immer durchgeführt wird. Ja, wir binden den Wechselkurs. Ja, das heißt, im IWF, da sitzen die Liberalen, die unfassbar Liberalen. Aber so eine Wechselkursbindung, die finden sie sinnvoll. Warum auch immer. Das ist ja auch nicht konsistent für die Liberalen. Aber gut, also Wechselkurs binden auf einem hohen Niveau. Auf einem hohen Niveau damit, warum? Wettbewerbsfähigkeit ist das ja sehr schlecht. Ja, genau, damit die Inflation natürlich bekämpft wird. Die Inflation wollte man damit bekämpfen. Das heißt, man hat massiv Mittel verwendet, nicht irgendwie, um vielleicht den Armen zu helfen, die da gerade am Verelenden sind. Nee, den Wechselkurs binden. Das hat natürlich Priorität. Also die Fehler der Vergangenheit wollte man dadurch natürlich wettmachen, indem man jetzt den Wechselkurs bindet. Ja? Bedeutet, alle ja, Oligarchen, die jetzt irgendwie Panik haben, dass der Wechselkurs in 3, 4 Monaten fällt, die konnten erstmal noch ihr Geld wunderbar aus dem Land schieben. Ja, man hat kein Risiko, dass der Wechselkurs fällt. Kein Problem, vielleicht steigt er sogar noch ein bisschen. Also wunderbar. Sowas nennt sich übrigens für die Leute, die am Markt irgendwie irgendwas handeln, das nennt sich eine Option. Ja? Also perfekte Option, die man jetzt den Reichen da erkauft hat, und die konnten ihr Geld wunderbar aus dem Land holen. Gegen die Inflation hat es nichts gebracht, ja? Und die Wettbewerbsfähigkeit war natürlich im Keller, bis der Wechselkurs dann endlich gefallen ist. Vielleicht, Ja, ja. eine Gruppe vergisst du noch, die da wunderbare Profite machen konnte. Die russische Zentralbank hatte doch aufgrund ihrer hohen Inflation die Zinsen stark erhöht. Dadurch, dass du so hohe Zinsen hattest und einen festen Wechselkurs, konntest du eigentlich kurzfristige Anleihen in Russland kaufen und so wunderbar diese riesigen Zinsgewinne kassieren, ohne ein ja, relevantes Wechselkursrisiko zu haben. Denn kurz bevor der Wechselkurs eigentlich schon hätte freigegeben werden müssen, weil Russland pleite war, hat der IWF das Ganze ja nochmal mit einem Kredit in Milliardenhöhe stabilisiert. Und dieser Kredit reichte für ungefähr 3 Wochen. Also der Wurde IWF hat. angekündigt mit 3 Monaten, muss man vielleicht dazu sagen. Ja, intern. Offiziell hat man natürlich gesagt, nee, Wechselkursstabilisierung, die Inflation geht schon zurück, das muss funktionieren. Naja. Auf jeden Fall
ist dieses Geld dann kurz darauf auf schweizerischen und zypriotischen Bankkonten aufgetaucht. So schreibt zumindest Joseph Stiglitz in dem Buch Die Schatten der Die Schatten der Globalisierung, auf das wir uns hier beziehen. Ja, genau, aber wie gesagt, das ist halt einfach auch klar für die Carry Trader ist es einfach normalerweise muss man dafür etwas kaufen, das ist ein Hedging-Produkt, das kostet Geld, aber jetzt kriegt man hier gratis vom IWF also die Möglichkeit, über sein Carry Trading Geld zu verdienen, was man natürlich dann ganz gerne ausnutzt, weil das Wechselkursrisiko dadurch ja krass minimiert wurde und man einfach jetzt hier über den Carry Trade ein, zwei Tage Geld nach Russland schaffen, dann wieder abziehen, einfach sehr viel Geld verdienen konnte, ne? Vielleicht müssen wir noch etwas zu der Privatisierung sagen. Ja. Wie wurden eigentlich ja, die staatlichen Unternehmen, wie wurden die eigentlich privatisiert? Das ist ja auch noch wichtig zu wissen, was da eigentlich abging. Ja, die wurden an, ja, die, es gab ja keine Marktpreise für diese Unternehmen. Aber der IWF wollte, dass sie möglichst schnell verkauft werden. Koste es, was es wolle. Es gab Quoten dafür, wie schnell Unternehmen privatisiert werden sollten. Und Stiglitz sagt ausdrücklich, dass es sekundär war, ob Korruption im Spiel war oder nicht. Primär war, dass diese Unternehmen privatisiert wurden. Es war sekundär, wie genau das passieren sollte. Und diese Unternehmen gingen da zu einem Gutteil halt an alte Parteifreunde aus der Kommunistischen Partei. Und genau so ist diese Oligarchenklasse entstanden, die wir heute sehen und die heute so viel Macht in Russland hat. Das ist ja auch der Treppenwitz der Geschichte. Jetzt hat da irgendein staatlich angestellter Freund von Jelzin, hat da irgendein Unternehmen, ja, das er führt. Und jetzt wird das privatisiert, der hat das Unternehmen immer noch. Was ist denn jetzt erstmal verbessert worden, wenn der gleiche Kerl das Unternehmen immer noch führt? Jetzt ist es halt privat. Okay, jetzt kann das Unternehmen ausschlachten. Wenn man ein bisschen Ahnung von Bilanzierung hat, schlachtet man es halt aus, investiert nichts mehr, ja, kann sich die Gewinne auszahlen lassen. Aber mehr ist das erstmal nicht, ja. Vor allem, also wir sollten hier nicht zu hart über diese Oligarchen urteilen, denn welcher Unternehmer, welcher vernünftig denkende Unternehmer investiert Geld in einer Wirtschaft, wo die Industrieproduktion von ihrem Hochpunkt bis zu ihrem Tiefpunkt 1999 um 60% fällt? Also welcher Unternehmer investiert da? Niemand. Da ist es eine rationale Überlegung, das Unternehmen auszuschlachten, alles, was Wert hat, irgendwie zu verkaufen und dann das Geld beispielsweise im US-amerikanischen Aktienmarkt anzulegen. Ja, klar. Und vielleicht noch eine Sache, diese Russland-Krise 1998 letztendlich gegipfelt, hat ja damals auch zu zu der Pleite, dieser berühmten Pleite von Long-Term Capital geführt. Vielleicht weiß das der ein oder andere. Das bedeutet, die Amerikaner hatten damals einen riesigen Hedgefonds, der wurde auch geführt von zwei Nobelpreisträgern, die setzten alles darauf, dass das Risiko zwischen Schrottanleihen und hochgerankten Anleihen immer kleiner wird, ja, weil damals war man so der Meinung, ja, die Schrottanleihen, die sind eigentlich besser, als sie vom Markt quasi eingepreist waren. Jetzt kam diese Russland-Krise, Insolvenz von Russland, der IWF hat Russland platt gemacht. Ja, was machen die Leute, wenn Risiko die Weltwirtschaft führt? Ja, die haben quasi nur eine Strategie, ins Risiko gehen oder aus dem Risiko rausgehen. Jetzt haben wir da irgendwie Probleme in Russland, die IWF hat alles kaputt gemacht. Ja, man geht natürlich aus dem Risiko raus in die sicheren Anleihen rein. Bedeutet, der Spread wird größer zwischen Risikoanleihen und normalen Anleihen. Und das hat damals auch zu der Pleite von Long-Term Capital geführt. Also die Amerikaner haben sich die Probleme selber ins Land geholt und die Europäer natürlich auch. Ja, wir sind ja quasi der IWF, ne? Also die Europäer und die Amerikaner und wir haben uns damit selber die Probleme dann später ins Land geholt. Ja. Vor allem, man muss sich mal bedenken, was passiert, wenn der Zentralstaat kaputt gespart wird und also schnell wie möglich an allerhand ja, Einzelpersonen verscherbelt wird. Was passiert dann? Also wenn ich ein Oligarch wäre, der sich gerade ein paar Unternehmen unter den Nagel gerissen hätte und keine vernünftige Aussicht hätte, diese Unternehmen auf dem Binnenmarkt irgendwie erfolgreich zu machen. Also was würde ich da machen? Ich würde diese Unternehmen ausschlachten und versuchen, meine eigene Stellung zu sichern. Also ich würde mein Geld jetzt nicht für neue Investitionen ausgeben, sondern ich würde mir beispielsweise eine Privatarmee kaufen und die lokalen Gouverneure bestechen. Und genau das ist in Russland in den 90er Jahren passiert. Deswegen gibt es dort so viele ja, kleine Privatarmeen von verschiedensten Oligarchen. Das ist auch in anderen postsowjetischen Staaten wie der Ukraine passiert. Ja, und vielleicht nochmal für die Leute mit Bilanzierung.
Das heißt, ich habe da jetzt ein Unternehmen, was schon größtenteils abgeschrieben ist, ja. Das heißt, ich investiere jetzt nichts mehr und hole einfach nur noch die Gewinne raus. Ja. Das heißt, ich kann mir jedes Jahr einen Gewinn auszahlen, weil ich nichts investiere, die Abschreibungen sind schon durch. Ja. Und ich schlachte einfach noch bis auf den letzten Cent das, was in diesem Unternehmen steckt, aus. Und das ist halt die Strategie, die damals gemacht wurde. Damit kann auch erklären, wie eine Wirtschaft überhaupt ja um die Hälfte einbrechen kann. Das muss man überhaupt erstmal schaffen. Wir kriegen jetzt ja schon die Panik, zu Recht die Panik, weil wir in einer leichten Rezession sind. Was damals in Russland abging, was das auch für Schmerzen für die russische Bevölkerung bedeutet hat, das können wir uns gar nicht vorstellen, weil das so krass, ein so krasser Wirtschaftseinbruch ist. Ja, es war wirklich ein einmaliger Absturz, zumindest in Friedenszeiten. Sonst hat man sowas vielleicht manchmal in großen Kriegen gesehen. Ja, und ich finde es halt eine Katastrophe, dass halt die Amerikaner und die Europäer intellektuell halt auf dem Niveau sind und ein Land nach dem anderen zugrunde richten und dann diese Strategie halt weiterfahren. Also in Griechenland hat man nichts anderes gemacht. Man hat zwar irgendwann dann eingesehen, dass es mit dem Multiplikator vielleicht falsch ist, aber also das ist ja immer noch größtenteils die Strategie vom IWF. Ja, man hat diese, was wir zum Schluss hatten, was zur Russland-Krise geführt hat, die Kontrolle des Wechselkurses, also die Fe Fixierung des Wechselkurses an den Dollar, das hat man ja weltweit probiert und es ist eigentlich überall gescheitert, weil das eigentlich sehr, sofort zu einer Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit der Exportindustrie führt. Und das ist auch der Grund, warum Russland dann den Wiederaufstieg geschafft hat. Das war das Ende der IWF-Programme. Nach der Freigabe des Wechselkurses ist der Rubel nämlich stark abgewertet und dies hat nicht, wie vom IWF prognostiziert, zu einer starken Erhöhung der Inflation geführt, sondern es hat die Exportindustrie wieder wettbewerbsfähiger gemacht und einen Wiederaufschwung einsetzen lassen, der tatsächlich bis Anfang der 2000er die Wirtschaft ja wieder auf ein halbwegs stabiles Niveau zurückgeführt hat. Und jetzt wächst die russische Wirtschaft seit 1999 wieder sehr langsam und es ist eigentlich viel zu langsam für ein Schwellenland mit solch großen Rohstoffreserven, was ein viel stärkeres Wachstum hinlegen könnte. Naja, klar, aber es ist halt nicht schwieriger, besser zu sein als der IWF. Und ja, das ist halt das Traurige, dass halt irgendein Putin, der sehr wenig ökonomische Ahnung hat, halt den IWF halt perfekt outperformen kann, ne? Ja, wie gesagt, er hatte Glück. Er hatte Glück, dass der Rubel Anfang seiner Amtszeit so stark abgewertet ist. Er hatte Glück, dass die Inflation zurückgegangen ist, dass sich die Gewerkschaften zurückgehalten haben. Also es hätte ja mit den hohen Lohnsteigerungen genauso weitergehen können. Und dann hätte man weiter so eine hohe Inflation gehabt und hätte das wahrscheinlich mit Zinserhöhungen bekämpft. Wir sehen ja, dass die neoliberale Politik in Russland heute selbst, nachdem es vom Westen abgekoppelt wurde, sich weiterhin fortsetzt. Eben einerseits, weil die Oligarchen, die da in den 90er Jahren so reich geworden sind, ein Interesse an der Fortsetzung dieser Politik haben und zum anderen, weil es wohl keine bessere Alternative gibt, die die russische Regierung sieht. Naja, das ist ja auch jetzt der Weg wieder zurück. Alles wieder verstaatlichen ist natürlich extrem schwierig. Ja, das will ja auch keiner, Ja, das fordert ja auch keiner. eben, deswegen wird der Kurs halt beibehalten. Ne? Aber wir hätten ja damals in den 90er Jahren, hätten wir denen ja vielleicht mal ein besseres Konzept geben können, weil so haben sie halt kein Konzept. Ne? Wie man eine Liberalisierung und eine Öffnung besser erreichen kann, und zwar so, dass sie zu breitem Wohlstand für die Bevölkerung führt. Das hat man übrigens in China gesehen, aber das wäre ein Thema für eine andere Folge. Da können wir sehr gerne festhalten. Dann reden wir mal über China, wie China den besseren Weg gegangen ist. Dann ciao. Dann würde ich sagen, dann war es das, ihr Lieben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Adios.